Hallöchen und willkommen hier zu einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. Beim letzten Mal haben wir hier oben die Festung geplündert, den Staatsschatz quasi uns angeeignet, um hier ein bisschen ja, für Unruhe zu sorgen. Und natürlich haben wir auch ein paar Kriegsvorräte verbrannt. Und wir haben auf jeden Fall hier noch ein bisschen was zu erledigen in der Nähe von Megaris. Denn, naja, Aufträge sind reichlich vorhanden. Und wir haben hier oben auf jeden Fall noch ein Kopfgeldsymbol. Ich bin mir nicht ganz sicher, was da oben zu erledigen ist. Denn eigentlich war ich da beim letzten Mal. Kann durchaus sein, dass da irgendwas Neues dazukommen ist. Man sieht da rechts unten schon, wie dir die Stufe etwas gestiegen. Und ich hatte hier vorne schon am Strand in der Stadt einen Kopfgeldjäger. Ja, hinter mir, mehr oder weniger, Stufe 12 war. Da habe ich gedacht, okay, ich laufe mal kurz noch ein bisschen woanders hin, erledige vielleicht noch die eine oder andere Quest, um dann halt später gestärkt zurückzukommen. Aber erstmal hier vorne das Banditenlager. Ich habe hier unten am Strand eine Quest angenommen, die ist zeitlich begrenzt. Also hier vorne irgendwo war das, glaube ich, hier irgendwo, die ist zeitlich begrenzt. Und zwar muss ich ein paar Banditen ausschalten, da gehe ich mal ganz kurz hin. Und das Gute ist, wir sind auf jeden Fall dann auch in der Nähe von der Festung, sodass wir noch mal gucken können, was denn da mit dem Kopfgeld los ist. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das dann direkt gleich dort erledigen können. Aber das werden wir dann gleich sehen, sicherlich. Die Banditen sind irgendwo unterhalb. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ist aber ziemlich blutig. 45 Meter unterhalb. Okay, haben wir vielleicht irgendwie eine Höhle oder was in der Richtung? Macht ja durchaus Sinn. Bin mir noch nicht ganz sicher. Ich gucke mal ganz kurz mit Ikarus, ob der irgendwie vielleicht was entdeckt in der Nähe. Das wäre schon mal ziemlich schön. Irgendwo ist, glaube ich, ja noch ein Schatz, den wir holen können. Also hier vorne irgendwo haben wir noch ein paar Gegner. Da ist auch ein Lager. Allerdings sehe ich hier gerade keine Höhle. Okay, aber der Kopfgeld-Typi ist da drin auf jeden Fall. Da können wir gleich mal vorbeischauen. Okay. Philolaos, den erledigen wir auf jeden Fall gleich mal im Vorbeigehen, damit wir vielleicht irgendwie ein bisschen was vom Kopf geht loswerden. Das müsste ganz gut hinhauen, aber nichtsdestotrotz fehlen mir noch die Banditen hier an der Stelle. Denn die gute Dame hat mir leider auch nicht gesagt, wo die sich denn befinden. Okay, so, dann gehen wir mal da rein, immer direkt durchschnetzeln. Ich würde sagen, gar nicht lange Federlesen machen, einfach direkt mitten ins Getümmel und alles niedermähen. Ich sollte möglichst ungesehen bleiben. Wie dürfte ihr eigentlich nicht mehr rumspringen, ganz ehrlich. Wir haben beim letzten Mal schon was ausgelöscht und es dauert in der Ecke, bis das nachspawnt, das Korbzeug hier, die ganzen Söldner. Was hast du hier zu suchen? Was hast du denn hier zu suchen? Okay, sehr schön. Damit ist schon mal die Kopfgeldstufe gesunken. Die Frage ist natürlich, ob wir das überhaupt insgesamt machen wollen. Natürlich sinkt dann immer das Kopfgeld logischerweise, aber die Söldner will ich natürlich auch gerne töten, denn ich habe überlegt, wenn wir jetzt zum Beispiel mal in ein Söldnermenü gucken, dann haben wir ein bisschen was am Start. Also wir sind jetzt gerade mal Rang 9, also der niedrigste Rang sozusagen. Ansonsten können wir gucken hier mit, ja, hier näher schalten. Das war übrigens der Typ, den ich vorhin am Hafen getroffen habe. Ike Taon, der Vertragsbrecher, also der schleicht hier noch in der Nähe rum. Das heißt, wir können auf jeden Fall dem erledigen. Allerdings, wie gesagt, Stufe 12, so ein bisschen hoch, finde ich. Also zwei Stufen ist schon gar nicht so einfach, um das zu töten. Aber, naja. So, die Frage ist trotzdem, wo sind denn hier die Banditen hier unten in der Nähe? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Mal ganz kurz auf die Quest oder in die Quest schauen. Mal schauen, ob da irgendwas da steht. Banditen waren eine ständige Bedrohung für all jene, denen der Krieg bereits viel zugemutet hatte. Alexios wurde beauftragt, diese feigen Opportunisten zu vernichten. Ja, die Frage ist trotzdem, wo zum Henker ist der Eingang? Denn, wie gesagt, hier Questmarkierung, man sieht es hier unten 52 Meter irgendwo unterhalb. Vielleicht hier irgendwo eine Höhle? Also es macht eigentlich am meisten Sinn, dass hier unten irgendwo ein Höhleneingang ist. Ah, hier. Nehmen wir den doch vielleicht. Sehr schön. Bin natürlich nicht sicher, ob das der richtige Weg ist, aber es ist die einzige Höhle, die in der Nähe ist. Also von daher schauen wir einfach mal nach. Und wenn es der falsche Weg ist, gucken wir nochmal woanders. Aber ich glaube, das passt ganz gut. Oh, das passt ganz gut. 25 Meter noch. Sehr schön. Und wir sammeln auf jeden Fall mal das ganze Zeug ein. Ja, ich brauche auf jeden Fall noch richtig, richtig tonnenweise Rohstoffe, um das Schiff aufzurüsten. Ich habe schon mal geguckt hier. Insgesamt, das Schiff kann man ja noch pimpen. Das ist im Prinzip, was man
früher mit seiner eigenen Ausrüstung gemacht hat, kann man hier mit dem Schiff machen, nochmal schön alles aufrüsten. Es kostet aber echt ein Schweinegeld. Also man sieht schon, die nächste Stufe allein kostet schon 1400 oder irgendwas hier 1090. Also ich habe jetzt gerade mal 10.000. Ist also nicht so viel, aber ich glaube für den Kampf oder hier zum Beispiel 4260 und 400 Data vor allen Dingen auch noch, das ist glaube ich gar keine schlechte Idee, wenn man sich mal ein bisschen drum kümmert, die Rohstoffe zu sammeln. Okay, ich hatte uns gesehen. Ist egal. Einfach mitten rein. Jetzt nur noch das Geld einstreichen. Okay, sehr schön. War zwar nicht so wie geplant, aber das macht nichts. Tod ist tot. Passt schon mal ganz gut. So, aufheben wollen wir nicht. Kopfgeld wurde entfernt. Okay, sehr schön. Aber unabhängig davon würde ich, wie gesagt, trotzdem gerne dann in den Söldnerring aufsteigen. Und vor allem, was ist denn eigentlich, wenn die Söldner, die ja quasi alle gelistet sind in der Söldnerliste, wenn die alle tot sind, kommen da gar keiner mehr oder wie ist das? Also wenn man die alle auslöscht? Ich denke mal, das werden wir früher oder später rausfinden, was denn da genau los ist. Also wir werden sicherlich noch genügend Kopfgelder einstreichen. Und dann gucken wir mal. So, da oben ist noch irgendwas zum Einsammeln, glaube ich. Da oben. Nehmen wir mit. Ja, wie gesagt, also Eisenbrocken, Leder und Holz und all so ein Zeug brauche ich wirklich richtig in Massen, um halt das Schiff gut aufrüsten zu können. Neben dem Gold natürlich. Also das ist natürlich die Grundvoraussetzung, aber ich glaube, das kommt alles mit der Zeit. Nichts überstürzen. Es dauert halt so lange, wie es dauert und dann passt das auch soweit. Okay, so, alles einsammeln. Hier drüben ist ein Ausgang. Sehr schön. Obsidianglas. Ah, cool. Okay, mal ganz kurz schauen, wo... Hallo, hier liegt jemand. Das scheint hier eine Art Brunnen zu sein, wo sie irgendwie runtergeworfen haben. Naja, was soll's. Okay, einmal tauchen gehen. Da oben ist noch Zeug. Okay, ich war gerade verwirrt, weil auf einmal so viel Blut hier auftauchte. Das war tatsächlich von mir, das Zeug. Also quasi das Blut, was hier abgewaschen wurde von den Gegnern, sozusagen. Und dann passt das auch einigermaßen. Hervorragend, okay. So, dann mal ganz kurz gucken. Das haben wir jetzt erledigt. Sehr schön. Okay, Quest haben wir erledigt. Das heißt, Kopfgeld ist hier auch schon mal am Start. Dann können wir gleich mal hier rüber gehen. Ja, sorry, dass die Folge heute übrigens ein bisschen später rausgekommen ist, aber wir waren jetzt, wie gesagt, von Montag bis Donnerstag nicht da. Hab halt am letzten Wochenende noch ein bisschen was auf Vorrat aufgenommen, allerdings hat das nicht mehr gereicht, wollte dann irgendwie gestern Abend noch aufnehmen. Allerdings waren wir so spät zu Hause, ich bin dann früh ins Bett gefallen, war echt anstrengende Woche und hab's dann noch nicht mehr geschafft aufzunehmen, aber naja, das kommt halt mal vor, ne, hab ich ja schon mal gesagt, wir sind ja auch nur Menschen. Und wenn wir halt nicht da sind, dann geht es halt noch nicht. Ich habe schon wirklich versucht, so viel möglich aufzunehmen, aber das ist halt so. Es rennt ja auch nicht weg, ne? Also von daher gibt es halt mal ein bisschen später eine Folge. Solange ihr Spaß beim Schauen habt, ist doch alles in Ordnung. Okay, so, dann einmal ganz kurz hier zu der Dame am Strand, die ja hier im Prinzip die Quest für uns hatte. Und mal schauen, es gibt, glaube ich, ein bisschen XP, ein bisschen Gold. Man kennt das ja schon. Und das dürfte dann auch für Level 11 reichen. Da vorne ist eine Entscheidungsquest. Entweder oder... Kann man sich da aussuchen? Oh mein Gott, wo kommt der denn her? Der steht ja schon neben mir. Oh mein Gott. Ja, hallo. Du bist zurück. Hast du sie getötet? Ich habe sie erledigt. Jeden Einzelnen. Jeden Einzelnen der zwei. Das war gute Arbeit. Hier, das ist für dich. Ich helfe doch gern. Ja, aber hallo. Sehr schön. Quest abgeschlossen. Halte den Frieden. 918 EP. Reicht das für ein Level-Up? Das reicht tatsächlich hier hinten und vorne nicht. Gut, es waren auch nur zwei Gegner, aber... Naja, okay, so, Arbeitsunfall. Hier haben wir auf jeden Fall eine Quest, wo wir uns entscheiden können, entweder oder. Ist auf jeden Fall eine neue Markierung. Ansonsten haben wir hier natürlich noch, wir könnten erstmal die Karte zurückbringen, die Tafel für den Befehlshaber, die wir beim letzten Mal ja geholt haben. Ich würde sagen, das machen wir auch gleich mal. Und wahrscheinlich rennt dann gleich hier der Kopfgeldjäger rum. Das kennen wir ja schon. Muss an seinem Platz sein.
Bei Apollon, habt ihr alle geschlafen? Na los, findet das Verräterschwein! Guten Tag, ich bin's. Nun, hast du den Verräter gefunden? Verräter sind euer kleinstes Problem. Der Dieb kam im Auftrag eines Söldners namens Hyrkanos. Hyrkanos. Wie oft muss ich den Namen noch hören? Seine Hände können das Gold der Athener schon nicht mehr tragen. Hast du die Tafel? Wenn du was hörst, lass es mich wissen. Neue Gravur freigeschaltet, plus 5% kritischer Schaden. Sehr schön. Es gibt hoffentlich... Oh, minus 100 Startstärke. Sehr schön. Cool. Und Level 11. Jawohl. Oh, Entschuldigung. Naja, ist okay. Gott, ich dachte, die greifen mich jetzt an. Aber die... Wo rennen die eigentlich hin? Aber gegen wen kämpfen die denn, bitteschön? Merkwürdig. Naja, okay. Wir haben auf jeden Fall Level 11 jetzt erreicht. Sehr schön. Haben wieder einen Fähigkeitenpunkt. Ansonsten, ich nehme mal ganz kurz die Quest hier unten. Mal gucken, was da los ist. Gibt es ja relativ selten so eine Entscheidungsquest. Also entweder oder, aber dann gucken wir gleich mal, was hier los ist. Hallo, ich bin's. Chere, mein Freund. Kann ich dir meine Dienste anbieten? Du segelst mit Barnabas an Bord der Adrastea. Woher weißt du das, Fremder? Einst stand ich an seiner Seite, bis mir ein dreckiger Pirat seine Klinge in den Rücken stieß. Jetzt kann ich kaum aufrecht stehen. Ich wurde durch dich ersetzt. Tut mir leid, von deiner Verletzung zu hören. Ich wusste nicht, dass ich jemandes Platz einnehme. Das Schlimmste ist, dass ich immer davon geträumt habe, mit meinem Sohn zu segeln. Aber wegen meines Rückens kann ich nicht einmal genug Holz sammeln, um ihm eine einfache Feluke zu bauen. Das heißt also, ich soll dir ein paar Drachmen geben? Ja, jede Drachme würde helfen. Na okay, komm, wir sind immer nicht so... Bitteschön. Okay, wir sind einfach fertig jetzt. Für 1050 EP, 50 Drachmen, ist doch völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung. Okay, so, dann hätten wir es erledigt. Ich will ganz kurz schauen. Die Auftragstafel in Pagai oder so, oder Pagai oder wie es heißt, ja, keine Ahnung. Hatten wir, glaube ich, schnell, also angeschaut, glaube ich, oder? Wir müssen immer noch dafür Sorge tragen, dass hier ein bisschen die Staatsmacht noch fällt, damit wir hier quasi einen Staatsstreich durchführen können. Wir haben aktuell noch Quests offen und zwar ist hier im Prinzip nur noch das hier. Der Anführer der Athener, oder? Der Rest gehört eigentlich dazu. Die Wolfsjagd. Okay, dann müssen wir den mal bei Gelegenheit aufsuchen. Ich mag hier schon mal die Quest. Mal ganz kurz schauen. Wo führt das eigentlich hin? Sekunde. Der Anführer ist jetzt angreifbar. Wir haben auf jeden Fall schon mal das erreicht. Ich glaube hier unten im Tal von König Alex. Nee, Quatsch. Lelex heißt der Gute. Da haben wir einen Söldner am Start. Das ist der Söldner, der quasi auf den Fersen war am Anfang. Und hier drüben haben wir auf jeden Fall noch eine Quest, der blinde König. Das ist die Quest, die wir dazu bekommen haben. So ein Mini-DLC würde ich jetzt mal nennen. Der blinde König ist hier von dem Pre-Order, von dem Pre-Order-Paket von der Ultimate Edition. Ich glaube, der Deluxe Edition ist auch dabei. Oder generell Pre-Order, ich weiß es nicht hundertprozentig. Aber... das ist auf jeden Fall ein Part davon. Okay, so. Mal ganz kurz an die Tafel gucken. Ist da irgendwas los? Da gibt es ja noch richtig viele Quests. Uiuiui. Okay. 5000 Millionen Quests angenommen. Mehrere Quests angenommen, ja. Sehr schön. Ich glaube, die sind tatsächlich alle in der Nähe. Gucken wir mal, was wir da als nächstes machen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal dann hier in die Richtung, bevor wir dann weiter in Richtung Anführer laufen. Ich denke mal hier, dadurch, dass der Einfluss jetzt ja gesunken ist, können wir den Anführer dann gleich erledigen. So, dann machen wir uns auf jeden Fall auf den Weg hier in Richtung Anführer, den wir jetzt natürlich angreifen können. Ich habe mal ganz kurz zwischendrin noch eine Quest markiert, die wir auf jeden Fall unterwegs mitnehmen werden. Mal schauen, ob wir da irgendwie noch was Sinnvolles kriegen. Wir haben generell eh in dem Gebiet hier drüben noch relativ viele, ja, Objektziele, sag ich mal, Kopfgeld für Söldner, den wir quasi erledigen sollen. Ansonsten hier natürlich die komische DLC-Quest und hier nochmal Kopfgeld für einen Söldner. Also hier haben wir auf jeden Fall empfohlene Stufe 9. Passt schon mal ganz gut. Hier drüben ist Stufe 12 empfohlene Stufe. Das ist auch der Typ, der die ganze Zeit hier rumstrolcht. Ich habe nur gerade aus den Augen verloren. Der war irgendwie hier markiert eigentlich als, ja, Söldner direkt auf der Karte, aber irgendwie ist er gerade nicht da. Naja, wir werden schon sehen, wenn er direkt dann vor uns steht, dann müssen wir halt mit leben.
Und mal gucken, ob wir jetzt hier auch vorankommen. Ich weiß gar nicht, ob wir die Quest jetzt schon noch alles kriegen. Oder ob wir oben abgewiegelt werden am Tor. Aber hier scheint tatsächlich gar nichts zu sein. Keine Wachen, kein Nichts. Aber hier führt natürlich auch nicht irgendwie ein Lager rein oder sonstiges. Oh, hier oben ist noch was. Was haben wir hier Schönes? Sprich mit der Frau. Das machen wir mal ganz kurz. Ich bin wegen des Auftrags hier. Worum geht das? Die Athener haben die Soldaten besiegt. Aber nur Narren würden sich in Sicherheit wiegen. Was hast du vor? Spartanerinnen sind keine schwachen Athenerinnen. Wir verfügen über Geld, Eigentum und Zorn. Und wir werden damit gegen ihre Soldaten und ihre Schiffe vorgehen. Dann muss ich die Flotte der Athener versenken? Ja, sie müssen versenkt werden. Abgemacht, Söldnerin? Söldner? Hatte ich gerade Söldner zu mir gesagt? Hallo? Ich helfe dir. Du hast mein Wort. Den Göttern sei Dank. Alles erledigt. Ja, Söldnerin, Mensch. Hallöchen, Hallöchen, Söldnerin. Ja, das Haar passt auf jeden Fall dazu. Der Bart wuchs nicht ganz, aber naja, passt so einigermaßen so. Was haben wir denn hier? Polypemon müssen wir ja erledigen. Der glückliche Betrunkene, alles klar. Wir sind ja gerade in der Nähe. Warte mal, den machen wir ganz kurz kalt, den Typen. Der müsste ja relativ schnell gemacht sein. Ich meine, der ist Level 9, ne? Also zumindest laut Questbeschreibung. Von daher müsste das eigentlich einigermaßen hinhauen. Und das müsste doch der hier vorne sein, oder nicht? Können wir den nicht direkt erledigen? Vielleicht mit dem Bogen oder so. Komm. So, komm mal her hier, Freundchen. Schon mal Pfeil im Kopf. Jetzt reicht's mir mit dir hier, Freundchen. Unmöglich. Ach so, ich habe kein Adrenalin. Ich habe mich schon gewundert, ich drücke die ganze Zeit die Taste, aber es passiert nichts. Natürlich klar, ohne Adrenalin wird es nichts. Na komm. Na, komm schon, schlag zu. Okay, sehr schön, hervorragend, Tod bestätigen. Wunderbar. Okay, Tod bestätigt ist hier ein bisschen was anderes. Armschienen des Theseus, sehr schön. Stufe 9 Armschienen. Hervorragend, Mensch, geht ja richtig gut. Und dann ziehen wir natürlich gleich mal an. Ich habe eh nur Stufe 5 hier aktuell am Start. Armschienen des Theseus. Legendäre Armschienen. Kriegerschaden plus 7% und plus 2% Gesundheit. Und wenn wir den Helden, also quasi kritische Held, wenn wir den Ausrüstungssatz, also quasi das Set komplett haben, dann kriegen wir so mal 20% auf alle Widerstandswerte. Gar nicht so schlecht. Und die sehen richtig cool aus, wenn ich es gerade richtig sehe. Hier, cool. Die sehen echt geil aus. Sehr schön, gefallen mir. Hervorragend. Hat sich ja schon mal gelohnt, der kleine Ausflug. Und dann gehen wir auf jeden Fall gleich mal hier vorne noch zu der Quest. Ich hole auch jetzt mal ganz kurz hier Phobos Silver. Oh oh. Komm schon. Ja! Okay, so. Dann einmal unauffällig der Straße folgen. Was war hier oben schön? Ist also irgendwie ein Angriff gerade. Die kämpfen gerade gegen, weiß ich nicht, die Athener gegen die Spartaner hier, die prügeln sich schon mal hier am Tor. Können sie gerne weitermachen. Wir kümmern uns auf die wichtigen Sachen und mal schauen. Könnte einer von Stentos Kundschaftern sein. Sieht aus, als hätte er Probleme. Ich weide jeden Athener. Was ist hier passiert? Was kümmert dich das, Söldner? Hast du etwas damit zu tun? Ich weiß, was ich tue. Und ich bin ein Freund.
Was willst du damit sagen? In diesem Fall wäre ich sicher schlau genug gewesen, die Beweise zu vernichten. Verstehe. Wer das auch getan hat, war schamlos und dumm. Hier fällt so etwas doch sofort auf. Oder er wollte eine Botschaft senden. Stentor schickt mich. Ich bin hier, um zu helfen, wo ich kann. Stentor schickt dich? Megaris steht nicht unter Spartas Kontrolle. Noch nicht. Für mich ist es einfacher, mich in bestimmten Regionen zu bewegen, als für Spartiaten. Die Athener haben sich als widerstandsfähiger erwiesen, als wir dachten. Aber sie werden vor Auf Sparta... Auf die Knie gehen, ja. Ich kenne die großen Reden. Aber bis dieser glorreiche Tag kommt, sollten wir herausfinden, was hier passiert ist. Hast du eine Vermutung? Noch nicht. Aber bald. Ich sollte mich umsehen, um herauszufinden, was hier geschehen ist. Okay, sehr schön. Interagieren. Das waren Berufssoldaten. Abgeschlachtet bis auf den letzten Mann. Das kann nicht das Werk von Banditen sein. Okay, so mal unauffällig hier den ganzen Bereich untersuchen. Schauen hier drüben immer noch ein bisschen was. Die Vorräte sind weg. Weit können sie aber nicht sein. Dann hätten sie die Karren nehmen müssen. Sieht aus, als wären sie in den Wald gegangen. Ich glaube nicht, dass ich noch mehr finde. Ich sollte zurück. Okay, sehr schön. Dann können wir mit ihm reden hier vorne. Dem Dolius. Und, waren es die Athener? Ich habe Spuren von grünem Kristall gefunden. Dann also Banditen. In den Bergen gibt es zahllose Höhlen und seit Kriegsausbruch werden sie immer dreister. Nichts davon ergibt einen Sinn. Inwiefern? Es gibt keine Leichen. Zumindest keiner der Angreifer. Athener hätten die Karren und ihre Toten mitgenommen. Banditen hätten die Leichen ihrer Freunde zurückgelassen. Wer war es dann? Ich bin nicht sicher. Wer immer das war, lief in den Wald. Deshalb werde ich dort anfangen. Okay, sehr schön. Ja, dann gucken wir noch mal ganz kurz, was hier vorne Schönes los ist. Da haben wir einen Schatz. Sehr schön. Da ist noch ein Schatz. Nee, was ist das denn hier? Keine Ahnung. Irgendwie eine Markierung, die mir gerade aktuell nichts sagt. Hier drüben. So viel Zeug. Uiuiui. Alles voll mit irgendwelchen Sachen. Und hier vorne muss irgendwo das Ziel sein. Da sind sie. Ich glaube, das ist eine Markierung für ein Banditenlager. Kann das sein? Ich bin mir ganz sicher aktuell. Hm, merkwürdig. Oh Gott, so viele Sachen, die hier markiert werden, unglaublich. Es fällt echt schwer, hier mal wirklich die wichtigen Sachen zu finden. Also irgendwie Schätze sonstiges. Hier vorne zum Beispiel der Schatz. Das könnte ganz gut... Ja, mal gucken. Okay, so, dann einmal hier hoch. Ich bin mir nicht ganz sicher... Ich denke, wir müssen ein Stück weiter nach links hier drüben, denn hier sehe ich aktuell erstmal gar keinen Höhleneingang. Wobei hier vorne könnte vielleicht ein Höhleneingang sein. Ich bin mal ganz kurz hier am Schauen. Da vorne haben wir zum Beispiel auch noch irgendwie einen Schatz, der angezeigt wird. Ist hier irgendwie ein Lager? Also Lager ja, Höhle nein. Okay, so, hier haben wir irgendwelche Athener, die wir noch erledigen können. Na, ich finde es halt immer noch verwirrend, dass das nicht so richtig angezeigt wird, ob es jetzt Feinde oder Freunde sind. Also früher war das, glaube ich, irgendwie, waren die doch alle rot, mehr oder weniger. Wenn sie angegriffen haben. Hier wird irgendwo Essen gekocht. Grab des Terois. Neuer Ort entdeckt, sehr schön. Check mal kurz die Lage, ob irgendwas Schönes los ist. Ich meine, aber zumindest ist hier noch kein Gegner zu sehen. Hier unten direkt unterhalb ist irgendwie ein Schatz. Vielleicht ist es direkt auch die Höhle, wo wir zum Schatz kommen. Schauen wir gleich mal. Oha. Ist das ein privates Treffen? Oder kann jeder mitmachen? Was? Was willst du? Bitte. Bitte geh einfach. Also. Ich bin der Spur der getöteten Spartiaten und der gestohlenen Waren gefolgt. Bis zu euch und den Vorräten. Gut versteckt in einer Höhle. Wir nahmen nur das Essen. Wir haben keinem etwas getan. Ihr sagt mir lieber, warum ich euch nicht einfach töten und die Waren zurückbringen sollte. Bitte. Ich sag dir alles, was du wissen willst. Ja, dann rede mal. Ihr seid die erbärmlichsten Diebe, die ich je gesehen habe. Bei den Göttern, nein.
Wir sind Bürger von Megara. Bitte, hab Gnade. Dieser Krieg hat uns doch bereits schon so schwer getroffen. Wie die Gnade, die ihr mit den Spartiaten hattet? Wir nahmen nur etwas Essen. Hyrkanos sagte, wir sollen es nehmen. Er sagte, er würde uns helfen. Hyrkanos? Ja, der Söldner. Er sagte, er würde uns mit Nahrung versorgen. Er sagte, Athena ließen ihr Volk nie hungern. Erklärt euch! Spartiaten sollte man nicht verärgern. Bitte, wir sind keine Diebe. Das ist unser Essen, unser Getreide. Sie haben es uns weggenommen. Alles! Unsere Kinder verhungern! Ihr zahlt Diebstahl mit Mord heim? Eine schöne Lektion für eure Kinder. Mord? Nein! Bitte, wir haben doch niemandem etwas getan! Ein Söldner sagte uns, wo das Essen zu finden sei. Da waren schon alle tot. Genug! Ich bin nicht hier, um zu diskutieren. Die Zeit der Worte ist vorbei. Ich bin hier, die Schuldigen dieses Verbrechens gegen Sparta zu finden. Geh zur Seite. Heute muss niemand sterben. Ich bringe die Vorräte zurück zu den Spartiaten. Aber dafür wirst du uns töten müssen! Seid nicht dumm. Nehmt euch Essen mit. Genug zum Überleben. Ich sage einfach, ihr wärt tot und mehr sei nicht übrig geblieben. Das wird sie zufriedenstellen. Aber wir brauchen alles. Was ist mit unseren Familien? Eure Familien hätten gar nichts von eurem Tod. Nehmt mein Angebot an und hört auf zu stehlen. Das nächste Mal werde nämlich nicht ich kommen. Ja, Söldner. Hab Dank. Beeilung. Nehmt, was ihr tragen könnt und lauft. Ich muss sagen, tatsächlich auch so Möglichkeiten dieser Quest... Sinn ist übrigens das, was ich gerne gesagt hätte tatsächlich. Also ich hätte sie laufen lassen und weiß ich nicht. Hätte ihr noch ein bisschen mehr Proviant gegeben. Ansonsten arme Leute mit dem Tod bedrohen. Ist jetzt nicht so unbedingt die feine englische Art, aber es wird sicherlich noch irgendwie zum Showdown mit Hyrkanos kommen. Und dann werden wir vielleicht ein bisschen was rausfinden. In der Hoffnung, dass wir dann irgendwie, weiß ich nicht, das Ganze etwas anders regeln können. Ne? Also Hyrkanos mal erledigen und dann die armen Bauern hier mal irgendwie mit Essen versorgen. Werden wir sicherlich noch rausfinden. Müssen wir mal gucken. Dauert man sie Königchen. Okay, so. Dann hätten wir es schon mal erledigt. Die Frage ist natürlich, was das hier unten für eine Markierung ist. Ich habe keine Ahnung. Zum Glück haben sie nicht versucht zu kämpfen. Ich bin heute nicht in Stimmung, hungernde Zivilisten zu töten. Kann ich nachvollziehen. Ich nämlich auch nicht. Okay, so. Einmal hier nach oben. Und dann schauen wir ganz kurz nach. Wo ist denn die Markierung? Die ist irgendwo hier direkt unter uns. Wie zur Menge kommen wir da hin? Was haben wir hier? Grab des... Tereus, aber warum ist denn das so komisch rot? Mal ganz kurz auf die Karte gucken und zwar... Ach, Ruinen sind das, alles klar. Also wir haben auf jeden Fall hier wieder einen See, wo man tauchen gehen könnte, theoretisch. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir irgendwas finden. Okay, da hinten ist auf jeden Fall der Anführer, den wir uns schnappen müssen. Uiuiui, mittendrin im Getümmel. Das wird sicherlich keine leichte Aufgabe, aber ich denke mal, wir machen erstmal ein kleines Päuschen. Ich sag schon mal danke fürs Reinschauen. Freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid hier bei Assassin's Creed Odyssey. Und ja, macht euch einen schönen Tag und bis danach. Ciao, wir sehen uns.